Rosenbauer ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Mit einem Umsatz von knapp über 1 Milliarde Euro, rund 4000 Mitarbeitern und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt. Habe ich mich für Kuka entschieden. Es gab für mich, ehrlich gesagt, außer Kuka keinen anderen Anbieter für einen Roboter. Und als ich bei Besuch zu Kuka im Hause war und den Kuka Titan gesehen habe, war für mich das Thema, welcher Roboter die Automatisierung handeln wird, eigentlich erledigt. Auf der neuen Anlage bearbeiten wir alle Pumpengehäuse, welche im Hause Rosenbauer benötigt werden. Zudem unsere neuen RT-Teile, unsere Chassis-Teile für unser neues RT-Fahrzeug, aber auch externe Teile, die bis dato noch nie intern bearbeitet werden konnten. Wir konnten kein Automatisierungssystem von der Stange nehmen, aus mehreren bzw. zwei Gründen. Einerseits der Platzbedarf, wir hatten maximal 6 x 6,3 Meter zur Verfügung. Andererseits wollten wir unbedingt zwei unterschiedliche Palettensysteme in der Automatisierung integrieren. Wir sehen als Automatisierer natürlich auch nur einen gewissen Ausschnitt aus den produzierenden Unternehmen in Österreich. Wir haben aber aus unserer Erfahrung schon den Eindruck, dass besonders die innovativen und kreativen Unternehmen eine höhere Affinität zur Automatisierung in der eigenen Produktion haben. Aufgrund der Bearbeitung bei Rosenbauer haben wir uns entschieden für eine Werkzeugspindel von 14.000 Umdrehungen HSK 100. Da haben wir ein Zusatzmagazin von 260 Plätzen angebracht. In Summe sprechen wir hier von 300 Werkzeugplätzen. Persönlich kann Automatisierung nie genug sein. Der Automatisierungsgrad sollte auch für die Zukunft reichen. Daher ist es unbedingt notwendig, eine Anlage an Automatisierung voll auszuschöpfen. Industrial Intelligence.